Frohe, neuer Tag, neue Glück. Bike-Tour. Neue Glück. Neue Bike-Tour. Heute geht's auf die Nachbergalm. Und der Trail ist aber super. Ja. Neu hergerichtet. Werden wir sehen. Schneebrot vom Winter uns echt bereit. Schauen wir uns die so. Auf jeden Fall. Und jetzt sind wir schon die ersten paar Meter oben. Hier gibt es dann immer noch geilen Blick auf Wörgl. Wobei Wörgl von oben nicht gerade eine Schönheit ist. Aber hier ist. So, da la, weiter geht's. Jetzt wird alles ausgezogen, was man ausziehen kann. Weil ab jetzt geht's 800 Höhenmeter senkrecht quasi gefühlt bergauf. Ja. Mein Werfer ist schon eingestellt auf das, was gleich kommt. Hier ist es noch human und kurz nach der Schranke geht es dann richtig ab. Heute fahren wir tatsächlich alle gemeinsam rauf. Habe ich auch noch nie erlebt. Aber die anderen beiden haben ja schon den fünften Tag jetzt. Und dementsprechend habe ich noch ein bisschen Reserve. Und das Wetter ist geil, so kann es jetzt bleiben. Was ja. Sagt der Chef? Super, tadellos. Aber warum ist das? Und die Vicky? Ja, war super. Warum ist das? Mag man nicht. Jetzt sind wir da, wo das steile Torturauffahren ein Ende hat. Das Geile ist, dass man halt wirklich sauschnell hier hochkommt. Es wird ein bisschen geausnet und dann geht's weiter. Wo diese Nachberge auf letztem erreichen ist, entweder man fährst da rauf oder fährst schon. Schön auf und dann trocknet man es und dann fährst man wieder und trocknet. Das ist ja. Oder man fährt halt von Kamps nach hinten, als über Brandenberg. Ja, so wie wir rauffahren, ist es schon nicht schlecht. Die Aussicht hier oben ist toll, finde ich. Sogar hier sind wir noch ein bisschen im Schnee. Wahnsinn. Wie hoch sind wir da? 1200? Ja, nicht hoch, ja, sowas. Total. Echt krass. Also nur ein kleines Stück, aber schon krass. Jetzt geht's rüber zu den Hütchen und dann wird erstmal ins Gras gesessen und geh ich ausnehmen. Gibt Brotzeit, voll schön. Den hat sich heute selber übertroffen. Ja. Und zwei linke Hände am Berg dabei. Aber unterschiedliche Handschuhe. Ja, sonst wäre es ja auch komisch. Stimmt, ist ein Kabel der richtige. Die Bockmei. Ja, einen kannst du ja anziehen. Bros von ihm ohne. We'll be right back.
Ja, der Grund, wir sind gerade gerecht, weil es zu warm ist. Dass man bald noch einen Kaffee trinken geht, nicht so brutal stinkt. Wenn ich kriege, ist alles nass. Mega fein, die Gumpen. Komm mal. Muss sein nach der Tour. Ja. Nach dem Biken geht's nachher grillen auf der Terrasse. Und da hat jetzt jeder was im Rucksack stecken. Oder steckt's gerade noch in den Rucksack? Freust du dich ja, schon? Sehr. Jetzt Rooftop-Party, Afterbiking. Und ein Gewitter jagt uns ein wenig. Aber wir haben noch Hoffnung und bauen draußen alles auf. Schauen wir mal. Es kommt näher und näher und wir müssen jetzt leider aufgeben. Jetzt dabei haben wir schon hergehen, ja. Zwei Halloumis inhaliert. Ja. Mensch. Die Vicky ist schon weg. Und hier läuft. Was sagt ihr eigentlich zur Aussicht von der neuen Wohnung von dem Herrn in Pink? Alles mit der Hand aufgedrungen. Ja. Aber nicht allein. Jetzt ist es soweit. Jetzt hat es uns erwischt. Hier ist jetzt der Grill hergezogen und draußen regnet es ganz ordentlich. Ja, jetzt haben wir leider doch nach innen fliehen müssen, aber das Essen schmeckt trotzdem gut. Sehr gut. Ja, wir also hoffen. So wird euch fast die Rechnung gemacht. Nein. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Freuen uns über Kommentare und natürlich über Likes. Ja, Daumen nach oben. Und abonniert uns doch gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.